Willkommen zur Jahreshauptversammlung der Albquell-Checkerbande. Mitglieder 202. Aktionen haben wir gehabt, 10 Stück. Coolness-Level 89. 89. Das können wir besser. Wir brauchen ein Maskottchen. Maskottchen? Geniale Idee. Aus der Hand geschlagen, Schläger gefangen, weiter gespielt. Oh, artistisch. Von Maximilian Kastner. Ich habe vor 2 Jahren mich dazu entschlossen, meine Haare zu spenden für Perücke, für krebskranke Kinder. Und ja, jetzt habe ich es fast geschafft. Ich wollte 30 cm, dass es eine schöne lange Perücke wird für ein junges Mädel, das Krebs hat. Und ja, jetzt bin ich eigentlich auf der Zielgeraden. 1 cm nur, dann kommen wir uns wieder ab. Sehr schöne Sache. Herzlichen Dank, Conny. I'm ready. That looks really bad. Yeah, it's not looking so good. Hey, samurai. Thank you. There you go. Faster. I'm spill it. Okay, get out of here. I'm better than you. Eat it. Come here, Mike. Kannst ein Pferd ausstechen. Danke. Mike, are you nuts or crazy, buddy? We got some delicate design going on over here. Look at this little guy. It's the holidays. Parksy. What is that? It's a rabbit. That's on Hase's eye. Liebe Albquell-Checkerbande, dieses Weihnachten wird sehr entspannt und schön. Meine Frau, meine 3 Kinder und ich feiern ganz gemütlich bei uns zu Hause. Wir Red Bulls vermissen euch und euer Anfeuern sehr. Ich wünsche euch eine besinnliche und ruhige Weihnachtszeit mit euren Familien. Kommt gut ins neue Jahr, euer Yannick. Nachschuss, Scheibe frei, Tor! So schnell geht's, Trevor Parks! Tor! Trevor Parks! Wer sonst, würde ich schon sagen. Nicht raus. Eriksson, Tor! Monsieur Hattrick, Trevor Parks mit dem 3. Tor an diesem Eishockeyabend. Tor! Das gibt's doch nicht! Trevor Parks mit dem 4. Tor! We'll be right back.
erstmal bin ich froh, dass ich wieder hier sein darf. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich hoffentlich ein bisschen mithelfen kann. Liebe Kinder, hallihallo. Ich begrüße euch, wir begrüßen euch zur Kinderpressekonferenz mit Patrick Hager und der Justin Schütz. Wer macht in der Kabine am meisten Quatsch? Frank Mauer. Da ist es, 3, das 2:2, München ist zurück. Ja, Vogel hat ihn gesehen. Meldet euch an für den Wings for Life World Run am 9. Mai. Flo und ich sind auch mit dabei. Mein Name ist Tim Hess, bin 21 Jahre alt und NHL E-Sportler für den EHC Red Bull München. Beim EHC Red Bull München spiele ich am liebsten mit Zach Redmond, weil es besonders auf der Ebene sehr wichtig ist, gute Verteidiger zu haben. Meine Ziele für dieses Jahr sind die Titelverteidigung bei der EDL sowie alle weiteren Turniere im deutschsprachigen Raum zu gewinnen. Hab schon gedacht, dass du am Start schneller bist, aber dann habe ich gedacht, dass ich aufholen kann, aber da bräuchte man eine längere Distanz. What's up, Reds? How's it going for you? A lot of Kastner stuff over here, I'll tell you that. Yeah. Der Herr links von mir ist nicht mein Vater, sieht nur so alt aus und heißt Rick Goldmann. Welche Spieler überrascht euch denn bis jetzt am meisten in dieser Saison? In München ist es für mich definitiv Schütz. Ich finde, er einen wahnsinnigen Sprung gemacht. Und den schauen wir uns schnell an. Warte. Oh! Danny hat ihn erfangen. Geiler Save. Das ist interessant, die Karten gleich zum Anfang. Ja, super. Ja, mittlerweile müsste man schon einen Didi, unseren Betreuer, mit ins Boot holen und dann einen Christian Winkler oder einen Philipp Watz dabei haben, weil sonst kriegen wir es schon gar nicht mehr zusammen. Hack up schon Schafkopf-Kini. Flo, herzlichen Glückwunsch. Danke. Servus. 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 Schön, dass du dabei warst. Für jede neue Saison möchte man sich etwas Neues einfallen lassen, so gut es geht. Kastner noch mal quer. Und dann ist die Scheibe nicht im Tor. Doch, 1:0 für München. Und damit ist JJ Peterka, das Eigengewächs der Münchner, der Schütze des 2000. DEL-Tors, seit die Münchner mit dabei sind. Dienstagabend, meine Damen und Herren, das bayerische Viertelfinale. Ja, und es ist ein bisschen was anders als gewohnt. Wir haben tolle Spiele erlebt, wir haben tolle Duelle gesehen. Über 2.500 Anmeldungen hat es gegeben. Und diese beiden stehen zu Recht im Finale. Und Timasi holt sich erneut die Krone, holt sich erneut
diesen Titel der IDL. Labrie. 10 Sekunden noch. Abgelegt. Und dann ist es aber die Entscheidung. Glückwunsch an Tim Masi zum Sieg der EDL. 3:0 und damit der Sweep. Gratulation an Tim Masi zum Sieg in der EDL. Wahnsinnig gutes Finale gespielt. Wie fühlst du dich im Moment? Ja, danke erstmal. Ich freue mich natürlich extrem, dass ich wieder gewonnen habe und dass es auch jetzt nicht so spannend gemacht habe, wie ich anfangs vielleicht erwartet habe. Bin aber auf jeden Fall auch sehr zufrieden, dass ich heute so gut gespielt habe, denke ich, und dann 3:0 gewonnen habe in der Serie. Wieder Richtung Tor, Rebound, Chance, Tor! 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 Und Ingolstadt gewinnt mit 5:4 und steht im Halbfinale. Congratulations to Ingolstadt, Doug Shedden, his staff, and was an unfortunate loss for us. No question about it. It's hard to put it into words right now. Nobody plans to do that. It's a day-to-day process, and one of those things that we have to go back to drawing board and start again. So we look forward to the next year. Can't wait for it actually.